Ich habe mich ein wenig umgehört. Sieht so aus, als hätte ein Typ den importiert, um bei der australischen Tourenwagenmeisterschaft mitzufahren. Ist nie fertig geworden, aber hat ihn zumindest davor bewahrt, sein Leben als Brummkreisel im NASCAR-Ring zu fristen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3. Ich habe mir heute überlegt, dass es eigentlich mal ganz schön wäre, sich die restlichen Scheunenfunde nochmal genauer anzuschauen. Und hier haben wir unter anderem den Dodge Charger Daytona. Dieses Teil ist ein absolutes Biest. Also in schnellen Kurven ist er ziemlich, ziemlich gut. Auch auf Geraden ist er mega schnell. Ihr seht, das Ding hat einfach eine Beschleunigung, die ist unglaublich verrückt. Also 660 Newtonmeter Drehmoment allein schon. Aber viel Drehmoment bedeutet häufig auch, dass du eine Kurvenlage hast, die etwas kritisch ist. Sagen wir es mal so. Und ja, mir würde es eigentlich fast wehtun, so ein Auto zu upgraden. Und deswegen werde ich den auch definitiv nicht upgraden. Also ich schaue mal, was theoretisch so möglich wäre. Du könntest natürlich hier direkt ein V12 einbauen. Ja, ich weiß, vielen von euch gefällt es nicht, wenn man in einen Charger ein V12 einbaut. Aber ansonsten kriegst du hier natürlich wieder so ein bisschen Leistung raus, aber das Teil ist halt, wie gesagt, schon stark genug. Auch wenn die Beschleunigungswerte da was anderes sagen. Der hat 500 PS rund, also weniger auf jeden Fall, aber knapp unter 500 PS. Aber trotzdem sind da die Beschleunigungswerte im Moment nicht so krass. Dieser Fahrer ist in aller Munde. Wäre das nicht was für deine Aufstellung? So, erstmal werde ich hier entsprechend zur Scheune mir einen Wegpunkt setzen. Darüber hinaus gucken wir ganz kurz wieder mal in die Social-Zentrale. Da haben wir drei neue Mitglieder. Hallo Chiller Tom, herzlich willkommen in unserer Crew. Darüber hinaus haben wir Testosterone2K. Auch du herzlich willkommen und SRO88. So, dann können wir mal ganz kurz gucken, wo sind wir denn überhaupt in der Club-Bestenliste? So, da gibt es ganz vorne Apex Racing, unter anderem AR12 oder AR12 Gaming, Team Slap, dann nochmal AR12 Gaming. So, und wo sind wir? Filter ändern. Ja, im Moment 1300. Aber wir werden da auf jeden Fall nochmal nach vorne schießen. Ja, dafür werden wir alle zusammen sorgen. Scheunenfund, denen wir noch nicht nachgegangen sind. Soll ich eine Route dorthin festlegen? In 400 Metern rechts halten. Ja, danke, Anna, aber das habe ich, glaube ich, gerade schon selbst gemacht. So, dann würde ich sagen, cruisen wir einfach mit allem mal hier ein bisschen rum. In 100 Metern rechts abbiegen. Autsch. Ja, das Game hat gerade kurz gelaggt. Aber ansonsten kann man hier schön entspannt rumcruisen mit dem Teil. Ach ja, das ist so angenehm mit dem Dodge. Ja, weitere 100 Punkte haben wir da bekommen, reicht aber nicht für einen Stufenaufstieg. Wow. Leichter Quersteher hier. Quasi sobald man lenkt. Ja, und heute gibt es wieder so zwei, drei kleine Freezes. Das ist irgendwie total irritierend. Also, ich habe Forza Horizon immer als das Spiel im Kopf gehabt, was wirklich nie irgendwo mal ein bisschen krankt. Ich habe auch die alte Xbox. Könnte daran liegen, dass es da ein paar Schwierigkeiten mit der Kapazität gibt, mit der Rechenkapazität. Aber die sollte es ja eigentlich nicht geben. Deswegen finde ich es ein bisschen komisch. Und ja, bin da... Ach, da ist die Scheune.
Und bin auch so ein bisschen, weiß nicht, bisschen ernüchtert kann man nicht unbedingt sagen, aber ich finde es halt ein bisschen schade einfach, weil da wird so ein, es ist so, als würde mit einer Tradition gebrochen werden, weißt du? Du hast halt immer dieses maximal flüssig laufende Game und irgendwann fängt es halt an, nicht mehr 100% flüssig zu laufen. So, wir folgen aber mit dem Teil dem Straßenverlauf. Also heute gucken wir uns mal so ein paar Scheunenfunde an, cruisen mal mit denen rum. Ist auch gar nicht mal so schlecht, finde ich. Das ist halt das Geile bei Forza Horizon, du kannst das so abwechslungsreich spielen. Du kannst mit Freunden spielen und rumblödeln, das kommt bald auch wieder. Wir müssen einfach nur wieder einen Termin finden, wo wir uns ein bisschen treffen und ein bisschen rumzocken können. Du kannst aber auch Serious Racing betreiben oder halbwegs Serious Racing. Du kannst Rennen fahren. Mit einem megamäßig hart getunten Auto, mit dem du eigentlich keine richtige Chance hast. Das haben wir auch schon gemacht. Allgemein tunen kannst du halt auch, natürlich. Wo ist denn hier das EP-Schild eigentlich? Oh Mann, 20.000. Das ist direkt ein Wheelspin. Und darüber hinaus kannst du auch einfach rumcruisen. Weißt du, du musst nicht immer ein Rennen fahren, du musst nicht immer rumblödeln, sondern du kannst auch mal kurz die Seele baumeln lassen, so ein bisschen entspannter losfahren. Und da kann man vielleicht auch unterwegs ein bisschen quatschen, aber jetzt gibt's erstmal bitte den Baldwin Motorsports Trophy Truck. Oder 30.000 Credits. Ja, schade. Okay, auf geht's zur letzten Scheune. Die 15. Scheune, die wir jetzt finden. Und das 15. Fahrzeug. Was wird's sein? Ein letztes Mal heißt es Trommelwirbel. Es ist erstmal eine kurze Ladezeit. Mit dir ist jeder Morgen wie Weihnachten. Ein Jaguar. Oh ja, ein Jaguar. Mark II, wenn ich mich nicht irre. 3,8 Liter Motor, Rennlackierung. Aber das spielt alles keine Rolle, oder? Schließlich ist es ein Jaguar. Man fühlt sich schon durch die bloße Anwesenheit erhaben. Boah, ich muss sagen, das Ding ist richtig schick. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bringe ihn in die Werkstatt und poliere ihn ein wenig. Ich melde mich dann später. Ey, also ohne Mist, ich muss echt sagen, ich liebe diesen Charger. Dieser Charger ist so wunderschön. Fast and Furious 6 oder 7, da gibt's auch einen Dodge Charger, der... Nein, ich muss schnell die Frontleuchten nochmal genießen. Ah, so schön. Eigentlich mag ich so ausklappbare Frontleuchten nicht, aber hier passt einfach wie die Faust aufs Auge. So, und ich nutze mal die Gunst der Stunde und versuche mal jetzt das Thumbnail, was ihr später sehen werdet, mitten in der Folge mal zu machen und dann kann ich euch so ein bisschen mal den Fotomodus auch zeigen. Also zum einen kannst du das fokussieren, du kannst natürlich den Fokus auf viele verschiedene Elemente des Fahrzeugs setzen. Also du kannst zum Beispiel auch sagen, okay, so, wir setzen den Fokus mal hier drauf, dann ist zum Beispiel der linke Scheinwerfer jetzt, also von uns aus gesehen links, der ist jetzt so ein bisschen verschwommen. Du kannst aber auch sagen, okay, hier kommt der Fokus hin. Und dann hast du den rechten Scheinwerfer leicht verschwommen. Da kannst du natürlich im Effekte-Menü richtig viel einstellen. Die Verschlusszeit, das ist allgemein quasi wie schnell simuliert wird, wie er an der Gegend herum, also vorbeifahrt. Und da wird es halt alles verschwommen. So, wir machen die Schlusszeit weg. Es ist immer noch alles verschwommen. Warum? Wegen der Blende. Die Blende ist aber nicht so wirklich der Verschwimm-Effekt, sondern ich zeige es euch mal. Hier die Verschlusszeit. Ihr seht, verschwommen alles. So, wenn ihr die Blende jetzt anmacht, die Blende ist ein bisschen was anderes. Die Blende ist sozusagen quasi wie so ein Erdbeben. So kann man es am besten, denke ich mal, ausdrücken und bezieht sich halt auf fast alles. So, hier zum Beispiel haben wir nur noch den linken Scheinwerfer, der hier ansatzweise normal aussieht. Und auch der ist verschwommen. Deswegen so ein bisschen Blende habe ich auch immer dabei, kann man mal machen. Und Verschlusszeit ist allgemein sehr cool, um so ein gewisses Geschwindigkeitsgefühl zu vermitteln. Die Blende ist ganz gut, weil du da im Hintergrund so ein bisschen was quasi ausblenden kannst. Ja, die Bäume jetzt zum Beispiel, die sind nicht mehr so deutlich im Bild und das Auto ist dann umso fokussierter jetzt. Finde ich ganz cool. So, ansonsten den Kontrast kann man einstellen. Das ist natürlich immer tageszeitabhängig und dann muss man das mit der Helligkeit abstimmen zum einen
Und zum anderen mit der Belichtung. Die Belichtung ist geil. Nicht nur die Sonnenbelichtung zählt hier rein, sondern auch die des Scheinwerfers. Und meine Güte, ist es gerade hell geworden. Und das sieht halt schon megamäßig geil aus. So, hier zum Beispiel die Rückleuchten sind auch bei 100% jetzt. Ja, die ursprüngliche Position war eigentlich ziemlich gut. So, und 100 werde ich hier definitiv nicht nehmen, denn es ist auch so ein etwas präabendähnliches Setting. Oder es wird gerade morgen und deswegen packen wir uns hier entsprechend so ein etwas dunkleres Dingens ein. So, was machen wir hier jetzt? Ich würde sagen, hier mal allgemein etwas weniger Kontrast, aber auch weniger Helligkeit. So, in etwa so sieht das Ganze dann aus. Und dann später werde ich es nochmal bei GIMP bearbeiten. So, die Verschlusszeit oder die Blende. Nochmal ein bisschen mehr Blende rein. Ah, nein, jetzt habe ich... Ach nee, jetzt habe ich... Gut, es gibt natürlich verschiedene Dingens. Es gibt verschiedene Filter, aber ich habe es jetzt verkackt. Mann! Das ist echt ärgerlich, aber weich sieht auch ganz gut aus. Ja, tatsächlich, also... So ein Ticken mehr Blende vielleicht. Wobei, das ist echt zu viel, glaube ich. So, und da kann man natürlich auch so ein bisschen von der Höhe und so variieren. Oh mein Gott, das Ding sieht so unfassbar schön aus. Ich liebe diesen Dodge Charger einfach. So, und damit hätten wir, glaube ich, das Thumbnail für diese Folge fertig. Ihr werdet es später bestaunen können und ja, ich finde es eigentlich megamäßig cool. Ich finde, der Fotomodus funktioniert hier absolut wunderbar, hat megamäßig viele sehr, sehr coole Filter auch drauf und da kann man sich echt austoben, wenn man so ein bisschen in die Hobbyfotograf-Richtung geht. Und ja, den Fotomodus wollte ich euch auch einfach mal gezeigt haben. Dann würde ich sagen, geht's mal zum Yarra Valley und dort wechseln wir mal unseren fahrbaren Untersatz. Rechts abbiegen. So, der Gedanke, den ich vor dem Fotomodus begonnen hatte und nicht ganz ausgeführt habe, in Fast and Furious 6 war das, glaube ich, da gab es auch den Dodge Charger. Der hatte dann entsprechend die Frontscheinwerfer so, dass sie quasi abgedeckt waren und dass sie nicht mehr ausfahrbar sein mussten. Also so wie bei jedem anderen Auto eigentlich auch mittlerweile. Und das war natürlich ganz... Oh, hier haben wir eine Aussicht. Autsch. Jawohl. Also ein Burnout trotz Traktionskontrolle, da muss das Fahrzeug schon ziemlich geil sein. Das sind die Glasshouse Mountains. Die Ureinwohner dieser Gegend sagen, sie wären eine Familie, die gerade einen Streit hat. Deshalb schauen auch alle in entgegengesetzte Richtung. Wie cool ist das denn? Wenn die uns jetzt noch alle Berge zeigen würden, dann würde ich das echt super lustig finden. Finde ich auch so, aber dann würde man es auch nachvollziehen können. So, Wheelspin. Heben wir uns auf, wir genießen erstmal hier die Aussicht. Ja, der Fotomodus, um auf den nochmal zu sprechen zu kommen, der ist super, super geil. Den finde ich einfach... Der bietet einfach so viele Möglichkeiten, das ist einfach wunderbar. Und da vorne ist wieder eine Ansicht. Oder ein Anblick. Also ich würde eher sagen, Aussichtspunkt dazu, aber... Was haben wir hier denn bitte? Der Regenwald. Ansicht kann aber auch sein. Viel besser wird's wohl heute kaum werden. Wow, was ist denn da für ein Tierchen langgelaufen oben? Okay, also ich glaube, der Regenwald ist selbsterklärend. Megamäßig entspannt hier alles. Nur vor Spinnen und so weiter und so fort hätte ich hier Angst. Deswegen würde ich wahrscheinlich auch niemals irgendwie... Links abbiegen. So Expeditionen durch Regenwälder und so mitmachen. Auch wenn ich sehr, sehr cool finde. Ich habe halt einfach so eine mega Arachnophobie. Ich finde
Ich finde Spinnen so widerlich. Ich bin letztens irgendwie nach Hause gelaufen und ein paar Meter bevor ich da war, läuft da halt beim Nachbarhaus irgendwie auch so eine Spinne lang. So eine. Das war total komisch. Die war so rot und ich weiß jetzt nicht mehr, ob die so leicht blass goldfarbene oder leicht blass silberne Beine hatte. Auf jeden Fall. Die sah so ein bisschen aus, wie Iron Man als Spinne aussehen würde. Das klingt jetzt mega lustig, aber es war so total strange. Und ich bin einfach nur vorbeigelaufen, hab die einfach nur so auf dem Boden gesehen. Die war aber auch schon recht groß, also die war nicht unbedingt so klein. Man könnte ungefähr sagen, so größer als so ein Analogstick bei einem Controller. Aber ich hab dann direkt so eine Gänsehaut bekommen, so oh, und bin dann einfach schnell weitergelaufen. Es war echt nicht cool. Das war morgens, als ich mir auch noch einen. Als ich einen morgendlichen Einkauf tätigen musste. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Und da erwartest du eigentlich keine Spinne. Beziehungsweise du möchtest definitiv keine Spinne haben, wenn du morgens irgendwie total übermüdet auch noch irgendwo rausgehst. Du hast am Tag davor irgendwie sehr spät schlafen können erst, weil du bis in die Nacht hinein noch geschnitten und gerendert hast. So, und wir holen uns das nächste Fahrzeug ab. Ich würde sagen, ab geht's. Machen mit wir einfach. Mit vielen Pferdchen wirst du der Held im Ödland. Ich habe die Horizon-Leute gefragt, ob ich Stacheln und Armbrüste und einen Flammenwerfer anbauen darf, aber keine Chance. Ja, also ich wollte gerade sagen, bleiben wir doch bei Muscle Cars. Und anscheinend hatte ein User recht, der meinte, ist das nicht das Fahrzeug von Mad Max? Und wenn schon der Kerl im Spiel so eine Anmerkung macht, dann ist es wahrscheinlich richtig. Ich habe Mad Max Fury Road leider bis jetzt immer noch nicht gesehen. Soll einer der absolut geilsten Filme gewesen sein des letzten Jahres. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass ich den nicht gesehen habe, aber. Aber ich werde es nochmal irgendwann nachholen. Der Scheibenwischer hat so ein paar Zwangsneurosen. Geht los, obwohl es eigentlich gar nicht mal so wirklich regnet. So, und ich würde sagen, wir fahren mal zum nächsten Driver-Tar. In 200 Metern rechts abbiegen. Oder wir fahren erstmal gegen diesen Dude. So, auf geht's. Gegen den Chevrolet SS. Oh, das Spiel schaltet auch und ich schalte in demselben Moment, in dem das Spiel schalten möchte. Okay, Mad Max hätte sich eventuell doch auf einen Chevrolet spezialisieren sollen, wie es aussieht. Zumindest beim Geradeausfahren und das macht man in Mad Max nun mal hauptsächlich. Scheint ein bisschen schneller zu sein, aber es kommt auf den Fahrer an, wie man sieht. Jawohl, Baby. Das Ding fährt auch über 200. Und wir haben gewonnen. Fast 50.000 Credits. Bei nächster Gelegenheit wenden. So, und ich würde sagen, nö, wir wenden nicht, sondern wir gehen hier zum Dingens-Festival. Zum Outback. Und wir haben einen Wheelspin. Oh ja, der Lexus LFA. Den habe ich letztes Mal ja nicht gekauft. Jetzt hätte sich auszahlen können, aber 80.000 Credits, auch nicht so schlimm. In 400 Metern rechts halten. Rechts halten. Mir fällt gerade auf, die Anblicke, die man schon fertig hat, die sind ja auch nicht mehr lila markiert. Die sind dann grau quasi ausgegraut. Autsch. Tut mir leid, ich wollte eigentlich nur den Ford Fiesta überholen. Ach, es ist aber sehr schön. Es ist sehr angenehm hier zu fahren. Ich habe ja gerade eben über einen morgendlichen Einkauf gesprochen. 400 Metern rechts halten.
Dabei handelte es sich um ein Netzteil. Dieses Netzteil habe ich für meinen... Nee, nicht Netzteil, sorry. Um einen CPU-Kühler. Den habe ich für meinen neuen PC gekauft. Und eigentlich kaufe ich nicht so gerne beim PC-Händler vor Ort ein, denn die knallen irgendwie megamäßig viel Kohle auf den Preis drauf und du kriegst halt natürlich dasselbe Produkt wie im Internet, aber halt nur... In dem Fall für fast den doppelten Preis, aber es war sehr, sehr wichtig, denn mein PC, der lief in den letzten Wochen auf Hochtouren, hatte keine Sekunde frei, musste immer rendern, so danke Anna, ich finde es jetzt auch selbst, musste immer irgendwie nachts auch gelaufen lassen werden. Ich musste ihn auch nachts laufen lassen, so. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, okay Dave, du musst dich eigentlich um den CPU-Kühler jetzt bemühen, weil eigentlich hatte ich einen anderen bestellt. Hä, was ist denn jetzt los? Achso, gut. Ich finde es auch schon alleine, so viel dazu. Nee, ich hatte einen anderen CPU-Kühler bestellt und der war dann defekt, leider. Das ist so ein Alpenföhn gewesen und der hatte dann leider ein Problem. Deswegen musste ich einen Alternativen bestellen, damit mein schöner neuer PC auch seine passende Prozessorkühlung bekommt. Denn der nächste, den ich jetzt bestellt hätte, der wäre irgendwie erst nach dem Wochenende gekommen. Also ich nehme das jetzt Sonntag auf und ich bin Samstagmorgen entsprechend dann rübergeschlendert, habe mir den CPU-Kühler geholt und ja, das war dann entsprechend wichtig in dem Fall. So, nehmen wir erst den Ford oder den Holden? Nehmen wir mal den Ford. Erinnerst du dich an den Koffer, den wir auf dem Dach gefunden haben? Der war voller Klamotten aus den 50ern. Jemand muss das Ding direkt nach dem Krieg verschifft haben. Wortwörtlich ein Gruß aus der Vergangenheit. Oh ja, in exakt dieser Farbausführung habe ich den auch gehabt als Modellfahrzeug. Exakt diese Farbausführung. Wie geil ist das denn? Ich hab das Gefühl aber, dass meiner noch mal minimal mehr rot war, wenn ich mir das jetzt genauer anschaue, oder... Minimal mehr rötlich oder bräunlich. Ich schau mal, ob es denn andere Farbtöne gibt. Nee, auf jeden Fall musste der PC schnell beschaffen werden und der schnurrt auch jetzt wie ein Kätzchen. Ist auch megamäßig schnell. Und damit, ja, kann ich jetzt hoffentlich irgendwie alle Videos, die ich plane, okay, es gibt keine anderen Herstellerfarben, kann ich alle Videos, die ich plane, irgendwie auch rechtzeitig hochladen, denn in den letzten anderthalb Wochen ungefähr, da gab es sehr, sehr häufig Videos, die sich verschoben haben. Das wisst ihr nicht, weil ihr meinen internen Plan nicht kennt, aber natürlich habe ich mir auch so einen Plan angefertigt, mit dem ich die ganzen Videos auch in einer gewissen Reihenfolge dann hochladen möchte. Und wenn du irgendwann diese Reihenfolge nicht mehr beachten kannst, dann hast du natürlich ein gewisses Problem. Und du ärgerst dich selbst darüber, weil das Video wolltest du eine halbe Stunde vorher hochladen und dann siehst du, ah, okay, das nächste wird zwei Stunden später erst fertig oder so. Und du brauchst irgendwie für ein halbstündiges Video brauchst du 3-4 Stunden teilweise zum Rendern. Und zwar absolut lächerlich. Und deswegen war der neue PC absolut dringend notwendig. So. Jetzt hat sich das Problem aber gelöst. Und wir können hier schön entspannt rumcruisen. Das Ding ist geil. Damit auf dem Highway fahren, das ist megamäßig spannend, glaube ich. Fahren wir bis zum Surfers Paradise, ziehen wir das durch? Ja, wir ziehen das durch. Wir gucken einfach mal, wie schnell wir auf der Geraden sein können. Es gibt nur 3 Gänge. Mal kurz umgeschaut. Ja, aber ich kann ja kurz noch weiter erzählen. Auf jeden Fall ist jetzt der neue PC da. Ich bin auf jeden Fall megamäßig zufrieden mit dem Teil und... Yo! Ab jetzt muss ich mich nicht mehr die ganze Zeit darüber ärgern, dass ich irgendwie jetzt durch einen Renderfehler alles Mögliche in die Pause setzen muss, in die Warteschleife setzen muss. War ja so bei Malaysia zum Beispiel, dass ich da irgendwie einen Renderfehler drin hatte und dann musste ich Malaysia neu rendern und das hat mir 5 Stunden Renderzeit gekostet. In der Zeit kannst du 2-3 Videos teilweise, wie gesagt, rendern, verarbeiten lassen und da konnte ich halt nichts machen. Da musste ich einfach ja, währenddessen den PC laufen lassen und 3 Videos quasi nach hinten verschieben, beziehungsweise komplett abbrechen. Darunter fielen auch immer wieder die Formel 1 Rennen,
Und das ist halt das Ding, falls jemand auch Formel 1 schaut, hier schon mal ganz kurz erläutert, warum Formel 1 in den letzten Tagen hin und wieder mal sich verspätet hat, die Karriere. Es liegt halt einfach daran, dass Formel 1, wie gesagt, die Videos zu rendern, das hat mega lang gedauert. Und Formel 1 ist halt das längste Format. Also ich weiß nicht, bei Forza Horizon habe ich letztes Mal 50 Minuten gezockt. Bei anderen Formaten zocke ich auch mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber es bleibt in der Regel bei unter einer Stunde. Es bleibt eigentlich immer bei unter einer Stunde, außer halt Formel 1. Da sind die Rennen immer bei über einer Stunde, wenn man die Highlights vor allem auch reinschneidet am Ende. Und über eine Stunde Material, das hieß für mich, auch was die Koop-Saison angeht, das sind anderthalb Stunden. Hey, wenn du bereit bist, in eine ganz neue Welt einzutauchen, habe ich da einen Jaguar Mark II, der auf dich wartet. Das hieß für mich mindestens 4,5 bis 5 Stunden Renderzeit, und wenn das Video 6 Stunden gerendert hat, dann sind es meistens die Koop-Videos gewesen. Und das bedeutet quasi, dass dein PC ein Vierteltag ausgelastet ist. Und jetzt müsst ihr euch auch mal überlegen, wenn du ein Video, ein Formel-1-Video renderst und du planst für ein Wochenende, sagen wir, 2 Formel-1-Videos, hast du 12 Stunden Zeit, die vergeben wird. Und wenn du für den Rest auch noch so 2-3 Stunden brauchst, dann kannst du 2-3 Videos maximal noch dazwischen quetschen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, die aktuell themenbezogenen Formel-1-Videos, die Rennvorschauen und so weiter und so fort, die lade ich hoch. Ich möchte dem Anton jetzt auch nicht irgendwie zwischen die Beine grätschen, weil... Kreisverkehr, die zweite Ausfahrt nehmen. Autsch. Weil er sich ja auch dann entsprechend immer vorbereitet hat auf den Koop-Release. Also wollt ihr jetzt abbiegen oder nicht? Jetzt entscheidet euch mal bitte. Ich wollte ihm auch nicht zwischen die Beine grätschen beim Koop-Release, deswegen habe ich auch gedacht, dass ich den Koop dann nicht verschieben werde und die Karriere... Gut, da habe ich immer wieder auch den täglichen Rhythmus gehalten. Das hat immer wunderbar funktioniert. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn du jetzt mal 2-3 Tage nichts hochlädst oder so, oder wenn sich das Ganze mal irgendwie alle paar Tage mal um einen Tag verschiebt, ist es jetzt auch nicht schlimm. Und wie gesagt, ich hoffe, dass diese Phase jetzt komplett vorbei ist und dass wir jetzt entsprechend wieder sehr regelmäßig mit verschiedenen Videos versorgt werden. Das ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, wenn du jetzt irgendwie die Renderzeit halbiert hast, fast schon. Und wenn du jetzt rund die Hälfte der Zeit brauchst und da kannst du einfach, da hast du einfach so viele Freiheiten. Also bis vorhin musste ich noch, also bis so vorgestern oder so, musste ich da noch Videos entsprechend ab 19 Uhr aufnehmen, bis ungefähr 12 Uhr, dann habe ich bis 1, 2, 3 Uhr oder so geschnitten. Und dann musstest du rendern lassen. Die ganze Nacht über. Die ganze Nacht über bis zum nächsten Abend. Wieder um 7 Uhr ungefähr. Eine Löffellisten-Herausforderung. Soll ich für Sie eine Route dahin festlegen? Ja, gerne. Aber da steigen wir erstmal jetzt gerade um. Ja, und ihr könnt euch halt vorstellen, dass es natürlich echt nicht geil ist, wenn du irgendwie 24 Stunden am Tag quasi am PC sein musst. Weil du musst ja auch die Uploads planen. Du musst ja, wenn das Video fertig gerendert ist, musst du den Upload starten. Und wenn alle 3 Stunden irgendwann ein Video fertig ist, dann musst du alle 3 Stunden Upload starten. Ist halt auch ein bisschen doof. Aber wie gesagt, jetzt ist mittlerweile alles wieder Paletti, alles wieder im grünen Bereich. Und ich find's einfach mega toll, jetzt 2 PCs zu haben. Du musst verstehen, dass das nicht nur ein Auto ist. Es ist eine Umkleidekabine, ein mobiler Surfclub. Ein Autokino, eine Einzimmerwohnung, es ist eine Institution. Ist das nicht der Sandy oder die Sandy? Coole Sache. Ja, und ich find's geil, jetzt 2 Dinger zu haben, mit denen ich rendern kann. Und das ist absolut notwendig, glaube ich, auch als jemand, der YouTube macht und so regelmäßig auch macht wie ich. Und ja, falls sich jetzt einige fragen, ja Dave, wie hast denn du dann die letzten Tage bitte verbracht? Also ich habe wirklich... größtenteils 3 Stunden oder so am Tag geschlafen, habe mir einen Wecker gestellt, morgens einen Upload gestartet und dann direkt, im Idealfall konnte ich nochmal 2-3 Stunden pennen, aber ja, es war halt schon recht anstrengend natürlich, aber um ehrlich zu sein, es war mir auch fast egal, weil YouTube ist für mich auch so ein kleines Baby geworden jetzt und ich mache das mega gerne. Jawohl. Der hat schon mal wesentlich mehr Power als der Ford. Vielleicht hätte ich... Ja, danke! Vielleicht hätte ich hier tatsächlich mit dem Teil die Autobahnfahrt tätigen sollen, wenn ich mal sehe, wie schnell der jetzt gerade ist. Nee, also
Ich hatte zwar wenig Schlaf, ich hatte viel Stress, aber mein größter Wunsch ist es halt, irgendwann mich auch beruflich komplett mit Games beschäftigen zu können. Und das ist halt auch, das spreche ich auch offen aus natürlich. Boah, mich nervt das Navi so hart gerade. So, okay, ich merke mir den Weg einfach. Mal schauen, ob ich es schaffe. Es ist, finde ich, kein, also man sollte kein großes Geheimnis draus machen. Natürlich will ich auch irgendwann von YouTube leben können. Das wäre natürlich super. Und ich arbeite auch natürlich so ein bisschen drauf hin. Und ja, einfach nur aus dem Grund, weil ich Games absolut liebe. Ich bin ein absoluter Games-Nerd und ich hätte einfach megamäßig Bock darauf, das jetzt hauptberuflich auch machen zu können. Jetzt habe ich halt viel Zeit durch Semesterferien. Die sind jetzt auch bei mir in einer Woche vorbei. Deswegen könnt ihr euch da freuen, dass es nicht mehr so viel Dingens gibt. Dafür könnt ihr euch auf ein extremes Highlight, bevor es in die Uni geht für mich, freuen, nämlich auf PlayStation VR. Das werde ich ganz, ganz groß auf dem Channel featuren, weil ich mega Bock da drauf habe. Und deswegen seid da gespannt drauf. So, hier sind wir mal mit über 400, glaube ich, lang geflogen. Jetzt mit so ein bisschen weniger. Nee, aber PlayStation VR wird auch ziemlich geil. Es dürfte auch klar sein, warum ich jetzt entsprechend den Output bei Forza Horizon und so weiter und so fort reduziere. Einfach aus dem logischen Grund, weil ich halt entsprechend bald keine Semesterferien mehr habe. Yo. Und ich habe da auch... Ich spreche auch da jetzt mal meinen Dank aus an alle, die dafür Verständnis haben. Moment, wie komme ich da hoch? Die dafür Verständnis haben, wenn es irgendwie mit einem Video nicht mal nicht läuft. Und ja, die da entsprechend auch sehr viel Empathie dem gegenüber haben. Denn es gibt auch einige, und das regt mich dann extrem auf, die dann irgendwie auch sagen, ja, warum lädst du denn nicht mehr Forza hoch? Warum lädst du nicht das hoch mehr oder das oder das oder das? Ist natürlich super, also ich würde mir auch nichts lieber wünschen, als dass ich irgendwie den ganzen Tag mich damit beschäftigen könnte, aber... Man hat aber auch ein Privatleben, man hat auch irgendwie nicht immer so viel Zeit, auch nicht vielleicht immer Bock auf ein Game. Und deswegen... Ah, okay, gut, ich muss da rüberspringen. Ich war für einen Moment nicht sicher, ob es nicht in dem Gebäude ist und das ist so ein Parkhaus und ich muss weiter hoch oder so. Jawohl, alles kaputt machen. Nee, auf jeden Fall vielen Dank für das Verständnis, ja, in so einer Situation. Das ist... Auf jeden Fall ganz schön, immer dann zu hören, ja, komm, Dave, nimm dir einfach die Zeit, die du brauchst und so. Denn ich finde, wenn jemand sagt, mach mal mehr davon, das macht automatisch Druck auf einen Menschen, ja, weißt du, dann überlegst du, ja, jetzt erwarten die Leute, dass du was machst, was aber total Banane ist, weil es ist mein persönliches Leben immer noch und wenn ich will, mache ich mehr Forza, wenn ich nicht will, mache ich weniger Forza. Auch wenn es mir dann für die Zuschauer dann leid tut, aber es soll einem ja auch Spaß machen. Und ich sag immer, wenn es mir persönlich keinen Spaß macht, dann macht es euch persönlich auch keinen Spaß. Und deswegen werde ich da immer nach eigenem Ermessen handeln und nicht irgendwie sagen, okay, ihr bestimmt jetzt zum Beispiel, wie oft wir das machen. So, gehen wir zum Fortschritt, denn wir haben auch in dieser Folge trotz Cruisen Fortschritt erzielt, 2 Wheelspins gewonnen und jetzt können wir den Jaguar F gewinnen. Ich hoffe, dass ich was anderes kriege, denn von dem Teil habe ich die Horizon Edition. Wow. Meine Gebete wurden erhört, ich habe was anderes gewonnen. 4000 Credits nämlich. Yo, und ich würde sagen, wir haben heute eine echt entspannte Folge gehabt. Das wiederholen wir nochmal mit den verbliebenen Scheunenfundfahrzeugen. Ich schaue mal ganz kurz, welche habe ich denn da noch nicht wirklich... Na, wo haben wir die denn? Die werden hier, glaube ich, gar nicht aufgelistet. Okay. Gut, einige... Ach doch, hier. Okay, das ist allgemein Entdeckungen. Moment, steht da, wie viel Spielzeit ich habe? Statistiken. Zeit hinterm Steuer. Über 13 Stunden mittlerweile. Nur? Ja, okay. Lieblingsauto der Launcher. Ja, das hat das Spiel erkannt. Sehr gut. Auf dem ersten Platz verbrachte Zeit. 42 Minuten. So, wertvollstes Auto. Königsegg 1-to-1.
Ja, und 55 Rennen sind wir erst gefahren und das in 27 Folgen jetzt. Also ihr seht, in Forza, da kann man viel machen. Man muss nicht immer Rennen fahren. Ja, und ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gut gefallen. Eine etwas ruhigere Folge. Beim nächsten Mal geht's wieder brachialerweise. Dann tunen wir irgendeine Kiste hoch und fahren damit Rennen und alles in Grund und Boden. Und bis es soweit ist, ich glaube, ich habe mich jetzt schon zum dritten Mal fürs Einschalten bedankt. Egal, ein drittes Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Haut rein. Bis zum nächsten Mal bei Forza Horizon.